Zu meinem letzten Short, Atheisten stellen keine Behauptungen auf, Fragezeichen, kam ein Kommentar, ihr könnt ihn hier sehen. Und es wird mir vorgeworfen, hier wird ein Teil aus einem Ganzen herausgenommen, um mal wieder so einiges zu verschleiern. Klar behauptet jeder Mensch so einiges, auch Atheisten, nur geht es in diesem Fall um die Belegung von Behauptungen zur Überprüfung ihres Wahrheitsgehalts. Der Atheist stellt keine nicht überprüfbaren, transzendenten oder übersinnliche Behauptungen auf. Diese Behauptungen des Theisten lehnt er schlicht aus Nichtüberprüfbarkeit ab. So, hier die Antwort von mir. Hier wird ein Teil aus dem Ganzen genommen. Warum? Weil die YouTube-Funktion es nicht anders erlaubt. Zumindest habe ich nur diese 5 Sekunden-Funktion dort gesehen oder diese Möglichkeit, 5 Sekunden zu stitchen. Deine Unterstellung der bewussten Verschleierung an dieser Stelle ist also eine infame Unterstellung. Was es umso mehr einen Schuss ins eigene Knie macht, ist, dass das ursprüngliche, komplette Video gut sichtbar verlinkt ist. Für deinen Kommentar könntest du dich schämen und um Entschuldigung bitten, was aber natürlich Charakter voraussetzt. So, jetzt die eigentliche Antwort. Es ist hinsichtlich eines weltanschaulichen Standpunktes einfach nicht möglich, keine Behauptungen aufzustellen. Das hat folgende Bewandtnis, weil Aussagen einfach nicht von anderen Aussagen logisch getrennt gehalten werden. Es handelt sich um ein holistisches, ein ganzheitliches System, so eine Weltanschauung. Es handelt sich nämlich bei einer Weltanschauung um ein Netzwerk von logisch miteinander verbundenen Überzeugungen und somit expliziten, also das heißt ausdrücklichen oder impliziten, nicht ausdrücklichen Behauptungen. Es ist ein ganzes Netzwerk. Es ist alles miteinander vernetzt. Und wehe, wenn nicht, weil dann widerlegt sich das Ding selbst. Es ist nicht stimmig bzw. nicht zusammenhängend und kann auch nicht verteidigt werden. Jede Form des Atheismus beinhaltet solche ausdrücklichen oder nicht ausdrücklichen Überzeugungen, dass Intelligibilität, das heißt einfach nur Verständlichkeit, dass man die Welt verstehen und begreifen kann. Also jede Form des Atheismus beinhaltet ausdrückliche oder nicht ausdrückliche Überzeugungen, dass Intelligibilität, Verständlichkeit ohne Gott möglich ist. Das ist jedem atheistischen System, also jeder atheistischen Form, jeder atheistischen Weltanschauung ist das innewohnend, dass Intelligibilität ohne Gott möglich ist, dass man die Welt begreifen und verstehen und logisch darüber nachdenken kann, ohne Gott, also in einem atheistischen Universum sozusagen. Das heißt, getrennt von Gott ist Wahrheit, Wissen, Logik, objektive moralische Werte und Gesetzmäßigkeit der Natur möglich und begründbar. Also, dann die Challenge. Die könnt ihr genauso an jeden Atheisten weitergeben. Also, was ist deine Grundlage für diese Voraussetzung der Verständlichkeit des Universums, der Intelligibilität des Universums innerhalb eines gottlosen, eines atheistischen Weltbildes? Wenn du sie nicht begründen kannst, kollabiert dein Weltbild in selbstwiderlegenden Skeptizismus, wo nichts gewusst und begründet werden kann. Das ist absurd. Man weiß, dass man nichts weiß. Man begreift und versteht, man erkennt, dass man nichts begreifen, verstehen und erkennen kann. Also, das ist die Challenge. Begründe mir die Intelligibilität, die Verständlichkeit des Universums. Ohne Gott, was dem Menschen da bleibt, ist ohne Gott, ohne Geist, ohne Seele, ohne eine immaterielle Komponente des Menschen hast du hier nichts weiter als eine graue Masse unter der Schädeldecke, die sich zufällig, das heißt ungeplant, ohne intelligente Absicht, zufällig entwickelt hat aus Sternenstaub. Und in dieser grauen Masse laufen elektrochemische Reaktionen ab, gesteuert von Gesetzen der Physik und der Chemie. Die Gedanken sind zufällig entstandene Nebenprodukte dieser hochkomplexen elektrochemischen Reaktionen und werden genauso vorherbestimmt durch physikalische und ja, chemische Gesetzmäßigkeiten. Intelligibilität, das heißt, die Verständlichkeit ist dahin. Keine Wahrheit, kein Wissen, keine Gesetze, keine Denkgesetze der Logik, keine objektiven moralischen Werte, alles nur Illusionen, zufällig entstanden und hervorgebracht durch elektrochemische Reaktionen. Und man kann auch die Gesetzmäßigkeit des Universums nicht begründen. Von daher
stellen Atheisten sehr wohl sowohl explizite, das heißt nicht ausdrücklich, das heißt ausdrückliche als auch nicht ausdrückliche Behauptungen in den Raum, nämlich, dass Intelligibilität ohne Gott möglich ist. So, well, dann zeig mal bitte, wie ihr das begründen könnt. Das ist die Challenge von Christologisch. Bei uns ist das kein Problem. Wir sind in das Ebenbild Gottes geschaffen. Er offenbart sich uns im Gewissen, Verstand, Natur und eben auch ganz speziell durch die Offenbarung in den Schriften der Bibel. Er selbst ist der Logos, somit logisch, wir in sein Ebenbild sollen und können logisch denken. Bei uns ist das alles gegeben. Wir haben da überhaupt keine Probleme. Wir müssen nur bei unserer oder auf unserer Grundlage bleiben, nämlich der biblisch-christlichen Weltanschauung. Sie ist stabil. Sie kann Intelligibilität, das heißt Verständlichkeit, das heißt Wahrheit, Wissen, Logik, objektive moralische Werte, Gesetzmäßigkeit des Universums mühelos begründen. Und deswegen spielen wir den Ball gerne zurück und fragen, was ist euer Fundament, das diese Sachen tragen kann, das tragfähig sein soll?